Servus, grüezi und hallo zu einer weiteren Folge Schucki Banuki on the Road. Wir senden heute live aus... Aus Rijeka. Rijeka ist in Kroatien. So schaut's mal aus. Ja. Und heute mit dabei, hier auf den billigen Plätzen, der Thorsten. Thorsten, sag mal hallo. Hallo. Thorsten alias Undertaker alias Vietcong ist heute bei uns im Auto. Ist jetzt gerade nicht so richtig zu sehen, weil er sich versteckt. Guck doch mal in die Mitte. Hallo. Hallo. Wir haben Mühen und Kosten gescheut, um ihn heute hierher zu kriegen. Mann, oh Mann. Das ist ja wieder typisch. Aber du hast was mitgebracht. Genau. Das Wahnsinnsfette Bräute. Das Wahnsinnsfette Bräute geht los. Und zwar möchte ich von dir wissen, warum wird im Mainzer Fußballstadion jedes Jahr im Juli für ein paar Stunden ein Planschbecken aufgestellt? Das weißt du bestimmt, der Thorsten. Thorsten ist ein Fußballfan. Aber nicht von den Mainzer. Ja, aber nicht Freischwimmerfan. Also? Wer weiß es? Jemand aus der Klasse? Ein Planschbecken. Ein Planschbecken. Ah, ich weiß. Was ist nochmal? Jedes Jahr einmal? Genau. Da ist ein Wettbewerb. Man muss mit dem Ball in den Planschbecken reinschießen. Wenn man reintrifft, hat man irgendeinen Preis gewonnen. Oder Planschbecken richtig aussprechen können. Das wäre auch ein Wettbewerb. Planschbecken, das planscht ja immer so. Nein, das ist nicht richtig. Ah, Thorsten, hast du eine Idee? Nein. Gut. Lass mich gerade googeln, nein. Ja, warte. Also das Planschbecken steht innerhalb auf dem Rasen, oder was? Ja, im Stadion. Im Stadion. In der Halbzeit oder das ganze nicht Spiel? Nicht während eines Spiels. Nicht während eines Spiels? Nein. Also in der Halbzeit. Da ist ein großes Kinderfest. Es gibt auch Zeiten außerhalb von Spielen. Geh doch mal drauf ein, was er sagt. Was sagt er? Kinderfest ist da. Deswegen machen sie ein Planschbecken hin. Für ein Kinderfest machen die ein Planschbecken rein? Ja, großes. Ja, es sind halt nur zwei Kinder, die da mitmachen dürfen. Ach so. Nein. Nee. Hat nichts mit Kinderfest. Hat das mit einem Preisausschreiben zu tun, das vorher stattgefunden hat? Nein. Okay. Also, sind wir im Tierreich? Du bestimmt. Also das Planschbecken ist gefüllt mit Wasser, aber. Nicht gefüllt. Ja, es ist gefüllt mit Wasser. Es ist gefüllt mit Wasser, genau. Und dieses Planschbecken. Mit einem besonderen Wasser. Mit einem besonderen. Ah! Also es ist Mineralwasser. Das ist Werbung. Nein. Das ist Bier. Nein. Aber ist es. Nein. Ist es, hat das Wasser einen Geschmack oder ist es einfach nur Wasser? Geh mal weg von Wasser, das man trinken kann. Es ist ein besonderes Wasser auf eine andere Art und Weise. Salzwasser! Sacrebleu. Nein. Wir sind doch hier am Meer. Abwasser? Ja, ein Planschbecken voller Abwasser. Jedes Jahr. Schön. Für die Kinderparty von zwei Kindern. Von den mobilen Klos haben sie einfach da reingekippt, den ganzen Kram. Okay. Also, ich löse das jetzt auf. Nee, warte mal. Du hast besonderes Wasser da drin. Das besondere Wasser ist Regenwasser. Nee, nein, also, dieses Event hat was mit den Leuten zu tun, die ziemlich nervig sind und dich auch zu Hause besuchen, obwohl du sie gar nicht eingeladen hast. Zeugen Jehova! Richtig! Echt? Ja. Und zwar findet dort, wie auch in anderen Städten, die Taufe von den Zeugen Jehovas statt. Einmal im Jahr packen die da ein Planschbecken rein. Ach so, das ist gar nicht in der Halbzeit, sondern das ist wirklich. Ich sag doch die ganze Zeit. Ja, die ganze Zeit. Thorsten, hallo! Aber warum nehmen die da Abwasser? Warum nehmen die Abwasser für? Das ist eine sehr gute Frage. Abwasserbier. Warum eigentlich? Ja. Ja, sehr schön. Ich hoffe, das hat euch nicht weitergebracht. Das war's wieder aus dem Schucki Banuki Mobil. Bleibt dran, sondern schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt. Schucki Banuki on the road! On the road! Bis dann! Cheerio, ciao! Miss Sophie!